Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Wir reagieren auf Jamil, gut connected, produziert von K oder 8K. Wir reagieren darauf und ja, ich bin gespannt und ja, wir gehen mal rein. Ja, sehr nicer Beat hier, mal was komplett anderes irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn richtig krass finde oder so. Okay, mal sehen. Aber ist mal was anderes. Nicen Flow, den er hier hat. Rappt hier jetzt auch etwas schneller als die Tracks, die ich gehört habe, so vom Gefühl. Wenn ich mich irre, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe noch nicht viele Tracks von ihm gehört. Ich habe von seiner EP letztens ein, zwei Videotracks gehört. Dem Film, den ihr fahrt, ist für mich zu soft. Ja, ist nice. Es fing kleiner mit 65 G's und mit 25 saß ich auf großen Batzen. Ja, ist sehr schnell gerappt, aber er hat einen nicen Flow. War nie zu geizig, um mein Brot zu teilen. Solche Lines finde ich halt immer sehr, sehr nice. Komm auch immer nice rüber. Mit dem Flow kommt es eh nice rüber. Obwohl ich mehr der Fan bin von eher normalen Rap, langsamen Rap, wie man es nennen will, als vom schnellen Rap. Aber ja, hört sich geil an. Ja, gefällt mir echt gut, muss ich auch sagen. Die Themen, die er anspricht, seine Loyalität, dass er immer mit seinen Leuten teilt, so dieses Gang-Gefüge bringt er hier geil rüber, so. Ja, wie gesagt, hört sich erstmal geil an. Man kann jetzt nicht alle Zeilen so perfekt auseinanderpuzzeln, weil da müsste ich andauernd zurückmachen. Also man versteht's, aber das so schnell in den Kopf reinzukriegen, weil ich höre es ja auch das erste Mal. Alter, Hook ist auch ein Monster, Alter. Bin gut connected. Obwohl es sehr musikalisch ist, aber es klingt auch wirklich nice, Alter. Wenn es nice klingt, dann ist doch auch okay. So, ich bin jetzt nicht so der Fan meistens von solchen Hooks, aber er bringt das echt geil rüber. Ich scheiß da drauf. Dieses Na 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 hätte er so weg, das muss nicht so in den Song rein, finde ich. Aber sonst ist es eine nice Hook. Der Beat ist auch brutal gewählt von dieser Art des Songs, wirklich brutal. Ja, das geile Wetter ist am Start, Alter. Die Frauen zeigen ihre Haut. Er holt die Sonnenbrille raus und ab geht's. So, nach dem Motto. Ja, okay, ist jetzt nicht viel. Er flext hier einfach ein bisschen rum, so, warum nicht? Mutter Natur halt den Höhlenmenschen auf, ist natürlich auch nochmal eine coole, lustige Line, so, wo man so mit dem Schmunzeln rangeht. Ja. Gefällt mir gut. Ah, machen wir mal zurück. Du beim Fink auf den Hype, wenn es Schwänze lutschen heißt. Das heißt, er verbiegt sich nicht oder macht das für den Hype, sondern er bleibt er selbst. Er bleibt kredibil, so sage ich jetzt mal. Er bleibt sich treu. Ja, also das swappt er hier auf jeden Fall.
Zeit, hast du mit bereit? Lass die Kunst den Weg gehen, Digga. Bin gut connected und jeder weiß. Ja, Hook gefällt mir richtig gut, bis auf dieses Na-Na-Na, das hätte man rausstreichen können, finde ich. Aber sonst ist geil, klingt geil, geht ins Ohr, hört sich gut an. So gibt's nichts zu kritisieren von meiner Seite aus. Auf easy, scheiß da drauf. Sehr, sehr nice, Alter. Ja, hätte gerne noch einen dritten Part und nochmal die Hook laufen lassen können. Digga, hätte ich nichts gegen gehabt. Ja, wie gesagt, das war's. Meine Meinung, was heißt meine Meinung? Meine Reaktion zu den Jamil-Song gut connected. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Feiert ihr diesen Jamil, wenn es so ein bisschen schneller ist, oder feiert ihr die anderen Songs mehr? Und wie findet ihr diesen Song? Und ja, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.